Dieser Kampf geht um den internationalen MBA-Titel. Und der Gewinner dieses Kampfes wird dann amtierender MBA-Champion sein. Und es kommt als erster zum Ring mit 1,70 Meter Größe und 110 Kilogramm der Deutsch-Türke aus München. Ja, mach mal wieder willkommen zum nächsten Publikumsliebling, Murat Bosporus. Ich glaube, so schnell ist noch niemand zum Publikumsliebling geworden wie Murat Bosporus. Dafür hat er natürlich auch den perfekten Gegner, die Hassperson, das Hassobjekt Nummer 1, Steve Douglas. Unser Gegner, ein weiterer Klient des Managers der Champions, wie er von uns sagt, bei 1,84 Meter Größe und 91 Kilogramm aus Dresden, der amtierende internationale Champion Steve Douglas. Könnt ihr die Kamera ein bisschen weiter umschwenken, damit wir die Dame wieder sehen und nicht Tim Suxdorf? Ja, dann sehen wir jetzt halt die andere Dame. Nein, nein, das ist Steve Douglas, Entschuldigung. Schön auch, dass Steve Douglas diesmal seinen Gürtel wieder selber verteidigt und sonst niemanden schickt. Obwohl er ja vorher gesagt hat, es reicht eigentlich, dass ich da bin. Denn ich bin der International Champion und die Leute kommen sowieso nur, um mich zu sehen. Kämpfen, dafür muss ich eigentlich gar nicht. Ja, er ist da und den meisten reicht's, würde ich sagen. Aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ich glaube, wenn er den Gürtel abgibt heute an Murat Bosporus, dann muss er auch nicht wiederkommen. Aber bis dahin sind wir leider hier auf ihn angewiesen. Ja, ich denke mal, wenn das so weitergeht, wenn Lübeck so weiter feiert wie eben nach Michael Knights Kampf und wenn Murat Bosporus diesen Kampf jetzt gewinnen würde, ja, wäre wahrscheinlich die nächste Wahl schon woanders, denn ich denke, die Hansa-Halle müsste renoviert werden danach. Vielleicht wäre die nächste Show ja am Bosporus. Möglicherweise. Ja, Barbie, der Kosename für Steve Douglas. Und so sehr wie die Lübecker Fans und auch wir ihn, denke ich mal, nicht mögen, ist er ja nicht ohne Grund Champion. Das muss man natürlich auch nochmal erwähnen, wenn das vielleicht jetzt falsch rübergekommen ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Geschenkt hat ihm der Titel niemand. Er hat sich den natürlich erkämpft. Und er ist natürlich auch ein großartiger Athlet mit großartigen Aktionen. Allerdings sehen wir davon zuletzt eher wenig.
Er sieht es lieber vor, durch Nichterscheinen zu trumpfen, diese Tricks zu zeigen, sich auf seinen Manager zu verlassen. Das sind alles Sachen, die ihn unbeliebt machen. Und ist die junge Dame vielleicht am Ring, um Murat Bosporus optisch abzulenken? Das würde durchaus Sinn machen. Gleich geht es los, der Hauptkampf um den NWA International Titel. Los geht's. Cecilio Jung, der Ringrichter in diesem Hauptkampf, gibt den Ring frei. Robert Bosco sagt aber ganz kurz, warte. Ja, Robert ist erstaunlich leichtfüßig, jedoch mit schweren Mann, der er eigentlich ist. Ein Kraftpaket, hat sehr viele Power Moves. Türkisch Wrestling Machine. Ist allerdings auf der Matte auch ein Meister. Auch auf dem Ringseil fühlt er sich wohl. Also wirklich ein absoluter Allrounder. Natürlich nicht der größte, aber dafür diese Masse. Gewinnt diesen sogar, beziehungsweise kann in den Waistlock gehen, aber Murat Bosporus befreit sich dort. Setzt diesen Hold am Arm jetzt an. Snapmare. Und da hat der Steve Douglas mal eben eingerollt. So schnell kann das gehen. Ja, gleich mal ein bisschen die Marschrichtung vorgegeben. Da wird Steve Douglas für seinen Kleidungsstil gelobt. Vom Publikum. Das ernst zu nehmen ist, weiß ich nicht. Weiter geht's hier im Kampf. Hip-Toss und der Dropkick von Murat Bosporus. Ja, da schlägt er seine 100 plus Kilo noch nach oben. Backbody Drop, der legt hier wirklich los wie die Feuerwehr, unglaublich. Ja, und Steve Douglas hat das auch bemerkt, der muss sich erstmal Hilfe holen bei Tim Suxdorf, muss sich trösten lassen, immer das gleiche Spiel. Aber das verschafft ihm natürlich Zeit, Zeit zum Durchatmen, Zeit zum Nachdenken, was kann ich tun? Ja, weiß ich nicht, wenn das alles zu hart ist, dann soll er extrem angehen, Leistungsschach spielen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber nicht zum Wrestling gehen. Ja, Massage braucht Steve Douglas, die bekommt er natürlich. Ja, und was Steve Douglas derzeit macht, ist natürlich ein wenig feige. Traut sich nicht zurück in den Ring, hat sich hier mal ganz kurz für ein Sekündchen wieder in den Ring begeben, damit der Ringrichter nicht weiter anzählen kann. Ja, und wenn Murat Bosporus versucht, in Richtung Steve Douglas zu gehen, dann ist er ganz schnell wieder weg vom Ring. Ja, und bekommt dafür jetzt auch die Feiglingrufe des Publikums. Ganz zu Recht natürlich, so Murat Bosporus guckt sich das jetzt nicht mehr länger an.
Tja, und auch Murat Bosporus kennt die miesen Tricks von Steve Douglas. Hat, denke ich mal, heute Abend auch zugesehen. Diesmal hat die Attacke von Steve nicht zum Erfolg geführt. Ja, mein Jungchen, das tut weh. Murat möchte nun scheinbar Steve Douglas in die Höhe stemmen. Oh, press up! Press. Oh, und setzt ihn auf das Seil! Das wäre eine schöne Landung! So, nach der Aktion ist er wirklich eine Barbie! Atomic Drop und Inverted Atomic Drop und es geht gleich nochmal nach draußen! Ja, Murat gleich da nachgesetzt, wo es weh tut. Oh, jetzt möchte Steve Douglas noch, dass Tim Suxdorf ihn scheinbar in die Hose greift. Und Tim hat gerade gesagt, ich mag dich wirklich gern, aber das geht ein bisschen zu weit. Ich bin mal gespannt, wie sie sich einigen werden. Ja. Obwohl ich da weggucken werde. Ja, ich möchte das auch nicht für das hin. Und auch, ja, die junge Frau hat sich scheinbar versteckt. Typisch Murat. Wie geht's dir? Und gleich. Schönen Schlag auf die Brust. Ja, die Fans flüchten. Die wollen natürlich immer hautnah dabei sein. Jetzt befindet sich Steve Douglas am Ringpfosten. Murat Bosporus kommt angestürmt. Oh, und schlägt ins Leere. Das tut natürlich weh. Mit voller Wucht ist er da auf den Ringpfosten zugelaufen und schlägt gegen den harten Stahlpfosten. Ja, das Tim Suxdorf wieder. Der jetzt selber tätig wird und zutritt. Bosporus wird angezählt. Oh, harte Tritte ins Gesicht. Unschön, aber im Bereich des Legalen. Und er geht gegen den Arm vor. Ja, zum ersten Mal heute Abend das Momentum bei Steve Douglas. Weiter den geschädigten Arm, den am Ringpfosten geschädigten Arm von Murat Bosporus bearbeitet. Ja, setzt jetzt nach, malträtiert hier den Arm, natürlich ein gutes Mittel zu versuchen, Murat Bosporus zur Aufgabe zu zwingen, aber der ist natürlich so durchtrainiert, so bullig, dass das ziemlich schwer wird, ihn da zur Aufgabe zwingen zu können. Ein Roller jetzt. Eins, zwei. Nein. Noch haben wir keinen neuen Champion. Ja, Kick in den Halsbereich von Steve Douglas hier. Ja, und Steve Douglas setzt weiter nach, benutzt jetzt das Ringseil natürlich, um zusätzlich Druck auszuüben, dass es nicht erlaubt wird, angezählt. Aber er löst im entscheidenden Moment, auch wenn er natürlich ermahnt wird. Natürlich unschön, nicht ganz so attraktiv für den Zuschauer, was Steve Douglas hier macht. Aber es ist effektiv und das ist ihm natürlich das Wichtigste.
Ja, also die erfolgversprechend einen bereits angesprochenen Körperteil weiterzuarbeiten. Murat kommt zurück, Vorarms. Kommt angelaufen. Ja, Steve Douglas will das oberste Seil runterziehen, aber Murat fällt sogar zwischen drittes und zweites hinaus. Ja, und wird draußen gleich weiter attackiert. So, jetzt will Steve Douglas, dass alle Fans aufstehen von ihren Plätzen. Die Fans scheinen nicht alle auf ihn hören zu wollen. Soll der Whip-In folgen in die Zuschauerreihen? Aber das kennt man von Steve Douglas. Da hat er einen Streich gespielt mit den Zuschauern. Ja, und Baseball-Slide von Murat Bosporus. Überrascht Steve Douglas damit ziemlich eindeutig. Er frachtet jetzt erstmal wieder zurück in den Ring. Aber da ist Tim Suxdorf wieder, der jetzt das Bein von Murat Bosporus festhält. Eins, zwei, nein, nicht das Ende. Ich dachte schon, Tim Suxdorf hätte wieder entscheidend eingegriffen. Aber Murat Bosporus kommt nochmal heraus. Und wird jetzt auch wieder von den Fans umjubelt. Macht Steve Douglas jetzt den Rogue Walk. Ja, das habe ich auch noch nicht von Steve Douglas gesehen. 1-2. Nur bis 2. Ja, Murat scheinbar auch noch nicht bereit, diesen Kampf verloren zu geben. Schenkt den Arm jetzt zwischen seinen Beinen. Übt Druck auf die Schulter aus mit den Händen. Verschränkt er noch den anderen Arm. Eine harte Aufgabeaktion hier von Steve Douglas. Ja, und der Crossface angesetzt am Boden. Murat im Seil, der Griff muss gelöst werden. Oh, da ist wieder Tim Suxdorf. Natürlich. Das mal zusammenzählen würde, wie oft Tim Suxdorf heute Abend hier schon eingegriffen hat, unglaublich. Also da muss man eigentlich irgendwann mal was machen gegen. Ja, sehr engagierter Manager auf jeden Fall. Aber sind zu engagiert. Ja, da kommt Douglas angelaufen, erwischt Murat Bosporus mit dem Knie im Gesicht. Rippen. Oh, diesmal holt es Murat weg. Belly to Belly Suplex. Wunderbar gemacht. Kraftvoll gezogen. Auch nur bis zwei. Und wir haben gesehen, wie schnell, wie beweglich dieser Kloss da reingeht. Takedown 1, 2. Aber wieder nur bis 2. Also Steve Douglas findet jetzt noch kein Mittel, seinen Gegner endgültig besiegen zu können. Geht wieder auf den Arm. Ja, was wird das für ein Abend?
für den Manager der Champions. Sein Schützling Absolute Andy hat ja bereits verloren. Ich glaube, wenn Steve Douglas heute auch noch verliert, dann ist das wirklich der Super-GAU. Und dann ist er ja auch nicht mehr wirklich der Manager der Champions, weil dann hätte er ja gar keine Champions mehr. Von daher, denke ich mal, ist auch ihm das sehr wichtig. Ja, natürlich. Manager of Second Contender oder so klingt auch nicht besonders toll. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Boah, jetzt schlägt Steve Douglas hier auf Mura zu, aber der scheint die Schmerzen nicht mehr wirklich zu spüren. Was für eine Clothesline. Wie aus dem Nichts hat Murat Bosporus irgendwo Kraftreserven hochgeholt, konnte diese sammeln und hat hier Steve Douglas einer wunderschönen und harten Clothesline von den beiden geholt. Beide Männer nun im Ring werden angezählt. Zuerst auf den Beinen mit dem ersten Schlag vorarm. Es gibt hier das Schlagduell zwischen beiden Männern. Ja, normalerweise sollten die Vorteile hier bei Murat liegen. Übrigens ist sein Arm, wie wir gesehen haben, ja, geschädigt. Wunderschöner Suplex. Nachgesetzt von ihm. Ja, er ist ja eigentlich nicht nur Türkisch Wrestling Machine, sondern auch die Türkisch Suplex Machine. 1, 2. Aber wieder kommt Steve Douglas raus. Schöne Offensive eben von Murat Bosporus. Ja, schön angesehen auf jeden Fall. Schöne Suplex. Wieder rollt sich Murat weg, aber kassiert den Kick von Steve Douglas. Der jetzt aufs Seil geht. Hätte das mal gelassen. Murat steigt hinterher. Und Belly to Belly vom Top Rope. Meine Güte, was für eine Aktion. Das kann es jetzt sein. Murat Bosporus ist der nächste Champion. Fragezeichen. 1, 2, 3, nein. Murat jetzt eindeutig einen Vorwärtsgang. Murat will jetzt auf das oberste Seil gehen. Markenzeichen natürlich zum Beispiel der Frog Splash, den er wunderschön springt. Oh, aber da stößt Steve Douglas das Silo Jung weg und Murat Bosporus muss das oberste Seil verlassen. Unfreiwillig natürlich. Landet unglücklich, da wo es weh tut. Scheinbar der Superplex angesetzt, aber Murat Bosporus klebt förmlich hier am Turnbuckle fest. Edwards. Ja, und er steigt noch einmal hinauf. Und da ist der Frog Splash. 1, 2 und natürlich. Tim Sockstoff unterbricht das Zählen des Referees hier. Ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Wäre dieser verdammte Tim Sucksdorf nicht, dann hätten wir jetzt hier einen neuen Champion. Es war ein sicherer 3-Count, 4-Count, was auch immer. Ja, für mich in diesem Moment Murat Bosporus eigentlich neuer Champion. Aber Tim Sucksdorf sichert die Chancen für Steve Douglas, aber wird jetzt ungünstig getroffen von Steve Douglas. Oh, das ist der MKG von Murat Bosporus. Der Aufgabegriff. Und das weiß natürlich auch Tim Sucksdorf. Ja, da klopft Steve Douglas ab. Der Ref bekommt es wieder nicht mit. Murat löst den Griff, um den Referee zu holen, der sich immer noch mit Tim Sucksdorf beschäftigt. Schon wieder hätten wir hier einen neuen Champion gehabt. Aber dieser verdammte Tim Sucksdorf kriegt seine Strafe. Oh, was für ein Faustschlag. Und da geht Tim Sucksdorf zu Boden. Und Steve Douglas schlägt mit dem Titelgürtel zu.
Das war's. Sieger jetzt zwar verdientermaßen Murat Bosporus, allerdings durch Disqualifikation. Und das bedeutet, der Titel bleibt bei Steve Douglas. Ja, was heißt das für uns beim nächsten Event? Es heißt tatsächlich Steve Douglas gegen The German Highlight, Michael Knight. Das dritte Duell zwischen diesen beiden Männern. Aber natürlich war dabei ihr Geschmack mal wieder. Steve Douglas hat eigentlich verloren, aber behält den Titel. Damit hat er zumindest dieses Ziel erreicht, dass er den Titel behält. Aber wie? Und jetzt attackieren sie auch noch unschön Murat Bosporus, weil das muss doch nicht sein. Sie haben doch schon genug Unheil angerichtet. Das ist Michael Knight. Was hat der denn dabei? Eine Leiter, würde ich sagen. Ja, vertreibt sie scheinbar doch recht schnell. Die Herren Suxdorf und Douglas. Ach, hab ich gar nicht gesagt, ne? Was? Was am 9. Mai! Steve Douglas wird seinen Titel verteidigen! Gegen Michael Knight! In einem Leitermatch! Nein! Unglaublich, ein Leitermatch am 9. Mai bei Most Wanted 7. Steve Douglas, Michael Knight, Leitermatch, geht es besser? Does it get any better? Ich glaube nicht, also das ist ein Traumkampf. Ja, ein Kampf, den er auf keinen Fall versäumen darf, versäumen sollte. Schon genug Brisanz bei Begegnung dieser beiden. Jetzt hinzufügt noch eine Leiter-Stipulation. Wow. Ich bin wirklich gespannt, ob Michael Knight sich den Gürtel zurückholen kann oder ob Steve Douglas irgendwie dieses Leitermatch gewinnen will. Die Antwort darauf bekommen wir aber erst am 9. Mai. Erneut in der Hansehalle bei Most Wanted 7. Ja, und Michael Knight lässt sich jetzt hier feiern. Wird natürlich auch gefeiert von den Fans. Bedankt sich bei Mirko, der diese Ansetzung möglich gemacht hat. Ja, und liebe Fans der Mad Wrestling Association, mit diesen Bildern wollen wir uns verabschieden von MWA Break It Down. Mein Name ist Christoph Bonzio. Ich bin Rick the Voice Valentine. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.